Trans-Community hat in den letzten Jahren große Schritte in Richtung Sichtbarkeit und Akzeptanz gemacht. Doch der Weg ist noch weit. Wie sehen unsere Frauen die heutige Generation und was haben sie für Wünsche an die Zukunft? Also mir ist kein wirklicher Treffpunkt, jetzt bis auf die Selbsthilfegruppen natürlich, bekannt, wo es jetzt nur um transsexuelle Menschen geht. Wenn, dann ist es deutlich allgemeiner gehalten und es sind dann so LGBT-Treffpunkte. In der Szene kann ich mich frei bewegen, ohne Angst vor Gewalt und Anfeindungen haben zu müssen. Ist es mittlerweile gar kein Problem mehr, dass Homosexuelle sich mit ihren heterosexuellen Freunden in jeden x-beliebigen normalen Hetero-Club begeben. Macht es natürlich schwieriger für die Szene-Lokale, die es noch gibt, da die jetzt mit einer ganz anderen Konkurrenz zu tun haben und macht es sehr viel schwieriger, Safe Space zu haben. Diese Trans-Community, die bewegt sich eher in den sozialen Netzwerken als öffentlich in Kneipen oder auf den Straßen. Die meisten haben Angst rauszugehen, haben Angst vor Repressalien, Mobbing, Diskriminierung. Es gibt eine Trans-Community, die allerdings aufgrund Begriffsuneinigkeiten leider in vielen Punkten sehr uneinig ist. Wir haben in Konstanz unsere kleine LGBT-Szene-Bar. Das ist die Rio-Stube-Bar. Und ich habe da mehr oder weniger das Tee mit hinten dran gehängt. Die Trans-Szene verändert sich in den letzten Jahren rapide. Früher, vor 20, 30 Jahren, war die Community wahrscheinlich nicht mal ein Viertel von dem, was es heute ist. Wir holen das nach, was die Homosexuellen seit 69 Stück für Stück sich erkämpft haben. Ich sehe eine Veränderung im Positiven, dass es immer mehr Menschen gibt, die uns unterstützen, die sagen, Trans ist ganz normal, wie alle anderen Menschen auch. Endlich wird über uns berichtet, endlich stellen sich auch manche transsexuelle Menschen hin und stehen für Transsexualität und für Toleranz und Akzeptanz eben. Ja, ja. Auf das Klo, auf das frei ist, gehe ich natürlich. Im Flugzeug ist es eh egal, aber es ist relativ simpel. Wenn ich so wie heute Rock oder Kleid trage, das Symbol rechts. Wenn ich eine Hose anhab, das Symbol links. Fertig, Hände aus. So, ja. Ich merke, in der Gesellschaft wird es offener, aber momentan ist auch die Resonanz, auch aus dem Printbereich, den ich kriege, es ist gerade zu viel. Ich gab mal einen Kommentar, ich kann diesen Transgender-Scheißdreck nicht mehr lesen und hören, den ich gekriegt habe. Das ist einfach auch zu viel momentan für einen Teil der Gesellschaft. Dass es notwendig ist, wissen wir alle. Ich sehe aber auch, dass gerade die letzten 2, 3, 4 Jahre seit dem Erstarken der AfD es immer mehr Übergriffe, Angriffe, verbal und körperlich gegenüber Transsexuellen gibt. Und da muss jetzt die Trans-Community auch ein bisschen aus dem Arsch kommen. Da wir immer mehr werden, aufgrund des Informationsangebots und der Toleranz, wünsche ich mir, dass natürlich auch in Konsequenz noch mehr Leute einfach auf die Straße gehen und für unsere Rechte einstehen. Allen voran natürlich das leidige Transsexuellengesetz. Alle wissen, es ist verfassungswidrig, es ist menschenrechtswidrig und feindlich, aber es passiert einfach nichts. Gerade diese Sache mit den zwei unabhängigen Gutachtern und diesem Gerichtsverfahren, was benötigt wird, das ist einfach menschenunwürdig. Ich wünsche mir für jüngere Generationen, insbesondere für die jüngere Transgeneration, dass wir schnellstmöglich eine Reformation des Transsexuellengesetzes haben, weniger diskriminierend und weniger anstrengend. Also wenn ich so nach einem Tipp gefragt werde, es ist total platt. Lebe dein Leben, sei du selbst. Verbiege dich nicht und scheißegal, was die Nachbarn denken. Mach einfach dein Ding. Denn wenn du glücklich bist, scheißegal, dann kriegst du neue Freunde. Dann kriegst du eine neue Arbeitsstelle. Dann kriegst du auch, dann diese Eltern passen dann vielleicht eben nicht mehr zu dir, die dich gegängelt haben. Ist doch egal, aber wenn du bei dir bist, dann kannst du dir was ganz Großartiges Neues aufbauen.
das war der dritte Teil von Queer Life in the City, live vom ersten Stuttgarter Trans Pride. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns darüber, wenn ihr es weiter verbreitet. Und damit sagen wir Sissy Bye! Und Trans Rights are Human Rights.